Wenn wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass es zu viel ist, können wir einfach das Wichtigste auswählen, an dem wir gerade arbeiten und uns nur darauf konzentrieren. Hallo von minimalismus.ch mit wöchentlichen Inspirationen und offenen Tipps zum Leben ohne Ballast. In der Beschreibung findest du nützliche Links wie etwa meine Zähl- und Inventar-Web-App, mein Minimalismus-Buch aus der Dummies-Reihe mit dem Arbeitsheft oder Zugang zu meinen YouTube-Kanalmitgliedschaften mit exklusiven Vorteilen. Oft machen wir Dinge schwieriger und komplizierter, indem wir eine zusätzliche mentale Hürde hinzufügen. Darum geht es heute wieder einmal um das KISS-Gesetz und in diesem Falle um die Vereinfachung unserer mentalen Sichtweise. Wenn dir dies gelingt, geht auch das Ausmisten und Vereinfachen wesentlich einfacher. Los geht's! Wir machen einfache Dinge oft kompliziert und das führt dazu, dass wir auf unserer Minimalismusreise blockiert sind. Zuerst vier Gründe, die oft dafür verantwortlich sind und im Anschluss, was du dagegen tun kannst, damit du deine Minimalismusreise fortsetzen kannst. Überwältigung. Eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen ist ziemlich einfach, aber wir werden von all diesen Dingen überwältigt. Wir denken an eine ganze Liste von Entrümpelungsdingen, die wir noch nicht erledigt haben und fühlen uns deswegen gestresst und haben schließlich das Gefühl, nichts davon schaffen zu können. Vorwürfe. Wenn wir nicht das getan haben, was wir uns vorgenommen haben, haben wir das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben und wir machen uns Vorwürfe, dass wir etwas nicht richtig gemacht haben. Das hält uns davon ab, einfach wieder anzufangen. Frustration. Oft über eine andere Person. Wenn Menschen sich nicht so verhalten, wie wir es uns wünschen, können wir frustriert sein. Und dann kann uns das von unseren Absichten abbringen. Angst. Vor dem, was passieren könnte. Angenommen, wir müssen ein Gespräch mit jemandem führen, haben aber Angst davor, wie er reagieren könnte, dann schieben wir das Gespräch aus dieser Angst heraus auf, anstatt einfach mit dieser Person zu reden. Es ist nichts Falsches daran, all dies zu tun, es ist menschlich. So funktioniert unser Verstand. Auf der einen Seite Schutz, auf der anderen Seite aber auch Blockade. Wenn du es schaffst, in diesem Bereich zu vereinfachen und loszulassen, hast du eine Königsstufe im Minimalismus erreicht und es wird sich unglaublich befreiend anfühlen. Noch viel mehr, als wenn du im physischen Bereich ausmistest. Es geht also darum, die Dinge auf mentaler Ebene so einfach wie möglich zu machen und die vorher erwähnten vier Blockaden, Überwältigung, Vorwürfe, Frustration und Angst abzulegen oder zumindest teilweise. Beispiel Entrümpeln. Die meisten Menschen tun sich zu Beginn der Minimalismusreise schwer, weil sie sich überwältigt fühlen, wie viel es in ihrem Haus oder Büro zu entrümpeln gibt. Wie wäre es, wenn wir diese Sichtweise des Es gibt so viel, loslassen und nur mit einem kleinen Bereich beginnen würden. Hebe in einem ganz kleinen Bereich eine Sache nach der anderen auf. Frage dich, ob du es benutzt oder liebst oder ob es gehen kann und lege es auf einen von zwei Stapeln. Und dann beginnst du wieder von vorne mit einer anderen Sache. Fokus auf die Aktion und nicht auf die Gedanken. Oder E-Mails und Nachrichten. Wie bei der Unordnung kann uns der Gedanke, es gibt so viel, überwältigen und uns davon abhalten, einfach zu handeln. Wie wäre es stattdessen, wenn wir diese mentale Ebene loslassen und einfach 20 Minuten damit verbringen, die Nachrichten, E-Mails einzeln zu bearbeiten? Am nächsten Tag wiederholen wir das. Aufgaben. Gleiche Geschichte. Wir haben so viele Dinge zu tun, dass es uns überwältigt und stresst, was das Handeln erschwert. Wenn wir uns von dem Gedanken verabschieden, dass es zu viel ist, können wir einfach das Wichtigste auswählen, an dem wir gerade arbeiten und uns nur darauf konzentrieren. Gewohnheiten wie Sport oder Meditation. Wir machen uns viele Gedanken darüber, wie anstrengend das Training ist oder dass wir nicht so viel meditieren, wie wir es sollten. Und das erzeugt zusätzlichen Stress und Hindernisse, die uns davon abhalten, das Training oder die Meditation zu machen. Was wäre, wenn wir all das loslassen und einfach spazieren gehen oder ein paar Liegestütze machen würden? Wie wäre es, wenn wir die mentalen Prokrastinationen einfach sein lassen und uns einfach ein paar Minuten hinsetzen würden, um zu meditieren? Neue Gewohnheiten können so einfach sein, ohne all die zusätzlichen mentalen Schichten.
Nirgends können wir dies so gut üben wie beim Ausmisten und Vereinfachen. Wenn es dir hier gelingt, gelingt es dir überall. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, den inneren Schweinehund einfach so loszulassen. Aber der Punkt ist, dass es einfach sein könnte. Die Übung besteht also darin, die Dinge so einfach wie möglich zu tun, ohne sich mit den üblichen Gedanken wie sollte und zu viel und es sollte nicht so sein, Gedanken zu blockieren. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du diese zusätzlichen mentalen Schichten minimalisieren kannst und so deine Minimalismusreise vereinfachen kannst mit Fokus auf die Aktion, Schritt für Schritt.